Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4. Steintafel. 54 von Gothic 2 The Dark Saga, Steintafel der Magie 3, mächtig, mächtig. Wir sind zurzeit wieder vorm Orklager und machen jetzt die Vorräte-Quest und geben dem. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Dem Kochknecht halt einfach die 30 Brocken Fleisch, weil mittlerweile haben wir da bei weitem genug. Ja. 85, das muss lang. Das mit den Steintafeln ist echt ein guter Deal gewesen. Die lesen zu können, ist schon recht angenehm. So, hier noch ein bisschen Zeug. Wo ist das Zeug hin? Ich hänge hier fest. Wo ist eine Heilpflanze? Gut, Waldbänden ist nicht der heiße Scheiß, aber der Vollständigkeit halber nehmen wir hier alles mit. Und ansonsten, wir haben ja auch noch einige Quests hier, ne? Aber ich weiß gerade gar nicht, ob wir da groß weiterkommen. Wenn es mit den Vorräten können wir natürlich easy machen. Aber die große, relevante Hauptquest, da ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen der Zugang zu verloren gegangen, weil die Arena, das wird eine ganz schwierige Angelegenheit, eine schwierige bis unmögliche Angelegenheit für uns. Ja. Was haben wir denn sonst noch zu tun? Einiges, ne? Da müssen wir erst einen Knecht finden. Das ist der Champion der Arena. Für den müssen wir einen Haufen Drecksarbeit erledigen. Ja, da müssen wir den Ashkor erst vermöbeln für. Da müssen wir irgendwen noch finden. Da müssen wir wen finden. Ja, viel finden. Vieles aufeinander aufgestaffelt. Da muss erst das eine erledigt sein, bevor das andere erledigt werden kann. Das heißt, danach müssen wir, glaube ich, weiter durch die Umwelt uns irgendwie durchkämpfen. Du weißt nicht, was im Tempel los ist. Mora steckt seine Nase. Das hat man schon. Sagen Sie. Hier, ich habe 30 Stück Fleisch. Gut. Mora, du hast meinen Auftrag erledigt. Das ist korrekt. Was ist mit meiner Belohnung? Ja. Hier ist meine Spezialsuppe für dich. Und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, ach, wir haben jetzt auch noch ein gebratenes Stück Fleisch gegeben. Nein, das sollte unser bleiben. Naja. Eintopf. Bringt er denn 20 Lebenspunkte drauf? Hey, das ist eine gute Suppe. Ein guter Eintopf gewesen. Das nehmen wir doch gerne an. Jetzt ist nur die Frage der Fragen. Jetzt ist die Quest abgeschlossen und ich habe keine weitere. Ich meine aber, das wäre die Quest, die wir vom Chef hier bekommen hätten. Das heißt, latschen wir doch nochmal zu dem. Und schwafeln den voll. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Nebenbei wird die Telekinese ausgepackt. Da könnte man ja auch an das Zeichen des Kriegsherrn drankommen, ne? Nur die Frage, ob man da wahrscheinlich trotzdem angegriffen hat. Das sind Tränke. Was wohl sinnvoll wäre, die von hier zu snacken? Gucken wir mal. Ja, hat nicht geklappt. Jetzt. Und zack. Das waren zwei Stück. Sagen Sie. Und zwar Elixiere der Heilung. Die sind ganz nett. Wie gesagt, mit der Telekinese müssen wir auf jeden Fall nochmal durch die Mine marschieren. Dann wird sich kein Schlüssel vor uns verbergen können. Ist irgendeiner sauer auf mich? Nee, ne? Hab ja nichts Falsches gemacht. Kann man die Feuerprobe machen beim Chef, weil die Tränke waren ja, glaube ich, auf dem seiner Bude hier. Hallo! Wo warst du denn, Mora? Hast du vergessen, dass wir deinen Freund haben? Nö. Wenn du wieder so lange verschwindest, bringe mir den Sklaven um, wie ich höre. Ja, ich habe alles durchdacht. Hey, du! Sagen Sie. Komisch? Ich glaube, die Gerüchte nicht. Aber okay. Ich habe deinen Sklaven gefunden. Denke ich. Warum hat Mora ihn nicht mitgebracht? Er ist tot. Die Löcker haben bereits von seinem Fleisch gefressen. Ich weiß es. Daher. Niemand wagt es,
vor den großen Tars zu fliehen. Jetzt muss Maha sofort zu Pakar. Ja, in der Mine ist etwas passiert. Was ist mit dem Tempel? Du hast versprochen, mir die Erlaubnis zu geben, hineinzugehen und den Schamanen zu helfen. Maha will Tar sagen, was er tun soll. Nein, aber... Noch ein Wort und Tars wird Maha töten. Ich vergebe dem Morad ausnahmsweise. Jetzt geh zu Pakar, schnell! Bald werden wir ganz Lurkhanar erleben. Okay. Also gut, die Sache... Also theoretisch hätte man nur die Lurker erledigen müssen. Und dann wäre die Quest Crawler in der Mine passiert und wir müssen zurück in die Mine mit Pakar reden. Das heißt, die ganze Sache mit den Piraten war jetzt vielleicht gar nicht so wichtig und wir haben das ein bisschen vorgezogen. Vielleicht auch unnötiger oder blöderweise, aber egal, es ist, wie es ist. Wurden direkt gerügt, dass wir uns zu lange vom Lager entfernt hatten. Das war mir so auch nicht klar. Hoffentlich war das nur eine leere Drohung, nicht, dass er dann wirklich unseren Kollegen hier umbringen lässt, unseren Kumpel. Das wäre ja doch ein wenig ungünstig. Ey, eine Drachenwurzel da oben. Ja, perfekt. Telekinese. Wahnsinn. Einfach gut. Einfach gut. Eine Spruchrolle ist da oben. Was ist das für eine Spruchrolle? Ey. Komm her. Ein Blitz. Gut, ich weiß nicht, ob die Spruchrollen uns sowieso was bringen, weil, naja, es ist ja hier die Magie irgendwie geschwächt oder korrumpiert oder sonst was. Aber ich denke mal, das müsste sich bald auflösen lassen, denn sonst würde ja auch der, ich sag mal, der Spielablauf eines Magiers in der Mod echt blöde verlaufen. Das kann man ja nicht anbieten, sowas. So, Weltwechsel. Beeil dich, Mora. Pakar wartet auf dich. Ich bin schon unterwegs. Wo zum Teufel bist du, Mora? Geh sofort auf die untere Ebene und hilf den Kriegern, die Crawler zu töten. Sonst stehen wir bald ohne Sklaven da. Wie steht's? Wir wollen die Baustelle in der Mine ausbauen und das Gitter in verlassenen Schacht öffnen. Wir dachten, dass wir die Crawler töten könnten, aber sie stellen sich als zu viele heraus und greifen nun die Sklaven an und töten sie. Geh, Mora. Jetzt ist keine Zeit zum Reden. Wir werden... Ui, das geht jetzt aber mir ein bisschen zu schnell. Okay, ich befehle stopp. Dir, deine Waffen wegzustecken. Ja, jetzt erstmal die Waffen wegstecken, ne? Gute Idee. Ich bringe dich um, du stinkende Ratte. Okay, dann müssen wir hier natürlich ein bisschen eingreifen. Wache! Raus mit dir! Aber ich denke mal, die kriegen das ganz gut hin. Wache! Raus mit dir! Wache! Raus mit dir! Gut, das ist ja alles ein bisschen bekloppt. Wache! Raus mit dir! Das war's mit dir, Mist. Ich befehle dir, deine Waffen zu stecken. Gut, die kriegen das auch ohne mich hin. Aber den Trubel haben sie ganz gut inszeniert hier. Muss man ja sagen. Aber ich glaube, hier ist niemand draufgegangen. Da ist nichts zu holen. Ich glaube, das kriegen die Orks ganz gut hin. Und die Minecrawler sind auch sehr schwach. Na, also hier merkt man es wieder, das ist eigentlich Hauptquest. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Grafikfehler. Nicht, dass uns das Spiel gleich abschmiert. Wäre ja leider nicht das erste Mal, dass es beim Weltwechsel ein bisschen kaputt geht. Wir haben eine Spitzhacke hier jetzt einer nicht geschafft. Aber hier ist gerade kein Crawler. Auf jeden Fall interessante Quest. Oh, hier drüben haben wir noch.
Ja, nur einer, aber veräppel mich nicht. Da hinten ziehen doch über die Leute ihre Waffen. Und da sind auch noch vereinzelt Crawler. Nein, die können mir. Freund, die können mir. Ja, die machen die ja nicht tot. Also die Orks haben da gar kein Problem mit. Gar kein Thema. Oh, ein Sklaven hat es aber erwischt. Nichts zu holen. Aber den haben wir immerhin schon seine EP geraubt. Das war vermutlich im Endeffekt keine gute Idee. Eine sehr gute Idee, so rum. Dass wir die ganzen Sklaven mal umgeboxt haben. Denn für den Fall, dass sie hier sterben, sind sie dann weg. Oh, wir haben ja echt böse. Böse, böse Glitches. Böse Anzeigefehler. Die gefallen mir ja gar nicht. Für den Moment soll es egal sein. Auch wenn hier ein paar Totems in der Luft rumschweben und so. Aber was soll's. So, hier haben wir doch bestimmt noch ein paar Crawler. Hier hat sogar den Wächter erwischt. Die 49 Bolzen nehme ich gerne mit. Das ist hier logischerweise offen. Alchemie lernen müssen wir auch noch. Böse, böse Bugs hier. Und ich rede nicht von den Crawlern. Wie das hier aussieht. Ach du Scheiße. Hier haben sie noch einen erledigt. Und hier hinten bei der Arena gibt es noch. Alles klar. Hey, hey, hey. Hier geblieben. Hier geblieben. Bleibst du hier? Hoffentlich ist hier niemand mit Namen draufgegangen. Hoffentlich kein potenzieller Lehrer. Wie Ruma zum Beispiel. Aber die buggen hier einfach nur rum. Leroy auch. Noch jemand leben die noch. Auch wenn der Crawler oder die Crawler hier tot sind, spinnen die beiden immer noch ein bisschen. Haben jetzt auch keine... Ach, deswegen spinnen sie. Okay. Oh, da hat's wen erwischt. Nein, 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 bitte nicht. Martin, nichts zu nein! Gut, ich denke mal, der wird sowieso keinen Mehrwert für irgendwas mehr haben, deswegen sei es drum. Aber ist schon doof, dass der draufgegangen ist. Ich bin ganz kurz im Überlegen, ob es taktisch klug wäre, den mit F8 wieder zu beleben. Ich würde sagen, ich mache das sogar. Einfach nur auf Verdacht, dass es nicht gut wäre, wenn der dann halt weg ist. Wie gesagt, muss ich nicht bewahrheiten. Vielleicht ist es auch egal. Hey du! Aber für den Fall einfach mal wiederbeleben. Irgendwann später heißt es dann, ey, geh doch mal zu Martin, der ist tot und die Leiche ist weg und dann gucke ich ganz schön blöd. Deswegen gehen wir dann mal auf Nummer sicher. Jetzt kommt erstmal die Telekinese zum Einsatz. Jetzt wird hier aufgeräumt. Jetzt bleibt nichts mehr sicher. Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel? Da ist ein Dunkelpilz. Interessiert mich herzlich wenig. Heilkauf, wie viel hier noch rumgeflogen ist an Kram? Einfach nicht entdeckt. Hier hinten gibt es ein paar Spitzhacken, was uns so viel sagen soll, wie die Jungs hier hat es erwischt. Gut, dass ein paar Sklaven draufgehen. Damit musste man natürlich rechnen, das ist klar. Solange es aber keiner mit Namen ist, ist mir das relativ wurscht. Da haben wir noch ein paar Flaschen Wein. Guck mal, da oben drauf, deswegen durften wir da nicht hoch. Da war Wein. Also, ich denke mal, Boris und Drax. Also, Boris ist ja weg. Also, Boris. Der Drax ist aber noch hier. Hey, du! Aber der hat nichts Neues für uns. Wieso auch? Der wartet ja eigentlich auch immer noch darauf, dass wir dem seine Nachricht überbringen an die Paladine. Das wird vermutlich noch dauern.
Jetzt ist nur die Frage, haben wir jetzt hier alle erledigt? Oder gibt es noch irgendwo Crawler? So, die wichtigen Leute hier sind ja tot. Den Wächter hat es erwischt. Wir könnten nochmal hier reingehen und ein bisschen... Ach, lass mich raten, das Tor ist eigentlich, ja. Eigentlich ist es zu. Aber es ist halt weg. Dann geht hinter uns auch wieder zu. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich schätze mal, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Crawler aufräumen. Ah, jetzt ist der Gang auch offen. Aha. Was sagt die Quest denn eigentlich, bevor wir jetzt hier irgendwas Falsches machen? Ich muss die Sklaven retten, sonst fressen die Crawler sie alle auf. Ja, das ist folgerichtig, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt schon hier hinten rein marschieren sollten. Hey, Goblinbären, guck mal. Wir haben zwar noch keine Schlüssel gefunden, aber auf jeden Fall schon ein bisschen wertvolles Zeug. Und bevor wir jetzt hier weiter marschieren, werde ich tatsächlich erstmal zurückgehen zu den wichtigsten Leuten hier. Also da hinten werden auf jeden Fall weitere Gegner. So viel steht fest. Ach ja, genau, ich muss ja anderweitig durch. Heilpflanzen sind zwar ganz nett, aber irgendwie will ich Schlüssel. So, guck da oben. Ah, die horten Wein in ihren Wachtürmen. Das war so klar, diese Widerlinge. Komm her, das, die Flasche will ich haben. So. Eventuell da hinten noch Crawler, da waren wir ja noch nicht. Ja, Tatsache. Da wird noch randaliert. Beziehungsweise wird aufgeräumt. Die Crawler haben hier keine Chance, weitere Crawler nicht zu finden. Gibt es in dem Raum sonst noch was mitzunehmen? Scheinbar nicht. Okay. Tix ist immer noch hier am Hacken. Und wenn ich stärker werden will, also kostet es mich viel zu viel Erz. Erz, das ich sowieso nicht mehr aufbringen kann. Deswegen ist es doch alles total bekloppt. Total bekloppt. Nach der Folge werde ich übrigens das Spiel mal neu starten, denn diese Fehler, die sehen schon böse aus. Und das lässt dann so ein bisschen an der weiteren Stabilität zweifeln. Okay. Hinten wieder Zeugs. Nehmen wir mit. Oh, Dietrich, sehr gut. Also ich glaube jetzt insgesamt sind die ganzen Lehrer aber in der Mine mittlerweile unwichtig geworden. So, hier noch irgendwas. Also hier arbeiten wieder alle ganz normal. Die Telekinese sagt mir, soweit wäre hier nichts mehr. Haben wir hier drin eigentlich auch? Oh, da sterbe ich. Das war mir so auch nicht klar. Da dürfen wir wohl nicht mehr rein. Alles klar, okay. Okay, dann weiß ich es jetzt. Ich habe es jetzt mal gespeichert, als ich hier... Ja, genau. Ach Gott, im Himmel. Manchmal hasse ich es doch. Ich wollte eigentlich nur testweise überprüfen, ob wir da alles mitgenommen haben. Ich wollte nicht mal sonst da drin was mitnehmen. Ich wollte einfach nur gucken. Oh, eine Drachenwurzel. Ich hatte die das letzte Mal nicht gefunden. Was sich alles finden lässt. Ja, schon könnte man es damit sogar rechtfertigen. Der Fund der Drachenwurzel ist schon
sehr hochwertig. Dann würde ich sagen, ich werde dann bis zur nächsten Folge nochmal hier alles mitnehmen, was wir mitgenommen hatten, bevor wir aus Leichtsinn gestorben sind. Und werde dann gucken, wie wir die Quest jetzt hier abgeben können. Oder ob wir sie schon abgeben können, oder ob wir erst mit den restlichen Crawlern zurechtkommen müssen. Das könnte ja auch sein. Du, komm jetzt her, was ist das denn für ein Quatsch? Immer diese dreisten Heilpflanzen. Aber ja, da drin könnten wir auf jeden Fall noch ein paar Crawler töten. Das ist ja wie gesagt ein neuer Zugang. Das wäre theoretisch eine gute Idee. Mit Ushak reden auf jeden Fall nicht. Der ist dafür nicht relevant. Das heißt, wir könnten zurück zum Parkar. Und den mal voll quatschen. Ansonsten halt einfach tiefer in den Gang. Was anderes fiel mir jetzt auch nicht mehr ein. Das heißt, wir nehmen den Crawler hier noch aus. Hier ist nichts zu holen. Oder Dunkelpilz. Und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich ein bisschen schlauer sein. Bis dahin. Tschüss.